Hallo, schön, dass du hier bist. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie das Gefühl der Einsamkeit entsteht und was du ganz konkret dagegen tun kannst. Viel Freude beim Schauen. Alfredo de Mont hat einmal so passend gesagt, Einsamkeit ist eine Gefängniszelle, die sich nur von innen öffnen lässt. Und damit hat er den Kern der Wahrheit ziemlich gut getroffen. Und in diesem Video möchte ich mit dir gemeinsam uns auf den Weg machen, was dieses Gefühl der Einsamkeit eigentlich wirklich ist, wie es entsteht und was du ganz konkret in deinem Alltag machen kannst, um davon wegzukommen und das zu bekommen, was du eigentlich wirklich willst. Was du wirklich, wirklich willst. Und um das zu beginnen, dürfen wir ganz am Anfang anfangen. Und zwar mit der Aussage, ich bin einsam. Ich bin einsam. Und genau das erzählen wir uns so oft. Wir sitzen abends auf der Couch, vielleicht jetzt im Bett oder so, und sagen, ich bin einsam. Ich bin einsam. Aber was macht es mit uns geistig, wenn wir uns sagen, ich bin einsam? Dann hat man das Gefühl, ich bin den ganzen Tag einsam. Ich bin die ganze Woche einsam. Ich bin vielleicht den ganzen Monat einsam, das ganze Leben einsam. Oder ich war schon immer einsam. Aber was ist es wirklich, was gerade da ist? Beobachte es einmal jetzt vielleicht für dich und spür mal hinein. Und wenn wir ganz aufrichtig spüren und fühlen, dann erkennen wir, dass das Einsamkeit eigentlich ein Gefühl ist. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, diesen Unterschied von ich bin und ich fühle mich. Denn zwischen diesen beiden Aussagen ist ein riesiger, riesiger Unterschied. Denn wenn ich anfange zu sagen, ich bin einsam, ich bin ängstlich, ich bin, und so haben wir es gelernt und so ist es in unserem Wortschatz leider auch verankert, dann nehmen wir es an und generalisieren es. Das bedeutet, wir übertragen dieses ich bin einsam auf den ganzen Tag, auf die ganze Woche, auf den ganzen Monat, auf unser ganzes Leben. Und ich bin immer wieder einsam. Aber lass uns doch mal ganz genau schauen. Deinen Alltag. Bist du wirklich den ganzen Tag einsam? Bist du wirklich die ganze Woche einsam? Oder gibt es auch Momente, wo du nicht einsam bist? Wo du dich nicht einsam fühlst? Gibt es Momente, wo du vielleicht sogar freudvoll bist? Gibt es vielleicht sogar Momente, wo es dir gut geht? Und jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, in diesem Zustand, in diesem Gefühl der Einsamkeit, wo du dich vielleicht gerade jetzt befindest, generalisieren wir gern unsere Emotionen. Das bedeutet, wir übertragen dieses Gefühl der Einsamkeit auf den ganzen Tag, auf den ganzen Wochen, auf den ganzen Monat und sagen uns, ich bin immer einsam. Ich bin immer einsam. Und spür mal, was so eine Aussage mit dir macht. Und denn, indem wir das jetzt zusammen erforschen, das ist ganz wichtig, lernst du Schritt für Schritt kennen, woher die Einsamkeit eigentlich wirklich kommt. Und darauf kommen wir gleich zurück. Aber zuvor ist es ganz wichtig zu verstehen, diese Aussage, ich bin, nimmt uns den Handlungsspielraum. Weil wir dann annehmen, ich bin so. Und ich kann mich dort nicht verändern. Aber wenn wir erkennen, dass Einsamkeit genauso ein Gefühl ist wie Freude, genauso ein Gefühl ist wie Traurigkeit. Genauso ein Gefühl ist wie jedes andere Gefühl. Es ist ein Gefühl, das wir eben nicht fühlen wollen, aber es ist schlussendlich ein Gefühl. Und wenn wir es als Gefühl erkennen, es sagen und annehmen, dass wir sagen, okay, es ist eine Emotion, es ist ein Gefühl, dann gewinnen wir diesen Handlungsspielraum, zu sagen, okay, wenn es ein Gefühl ist, kann ich etwas daran tun. Und jetzt lass uns mal genauer darauf schauen, wie dieses Gefühl entsteht. Und du wirst vielleicht jetzt sagen, na, es ist ja ziemlich simpel. Ich fühle mich einsam, weil niemand bei mir ist. Weil ich vielleicht gerne einen Freund hätte. Weil ich vielleicht gerne einen Partner hätte. Weil ich gerne mehr Gemeinsamkeit mit meiner Familie hätte. Weil ich gerne XYZ. Wir verbinden quasi dieses Gefühl der Einsamkeit mit anderen Menschen. Und auch da wollen wir jetzt nochmal ganz genau hinschauen. Ist es wirklich wahr? Es ist wahr, dass dieses Gefühl der Einsamkeit durch andere Menschen entsteht. Denn ich habe
Sehr viele Klienten, die sich unglaublich einsam fühlen, obwohl sie viele Freunde haben. Die sich einsam fühlen, obwohl sie einen Partner und Familie haben. Die sich einsam fühlen, obwohl sie scheinbar alles besitzen. Also ist dieses Gefühl der Einsamkeit auch da, wenn Menschen um sie herum ist. Und vielleicht kennst auch du das in deinem Alltag, dass du dich trotzdem einsam fühlst, obwohl jemand da ist. Oder im Umkehrschluss, gibt es Momente in deinem Alltag, wo du alleine bist und dich nicht einsam fühlst? Oder es vielleicht sogar genießt, dass du zu Hause mal alleine bist, dass du deine Ruhe hast. Und ich kenne diese Momente von mir sehr gut. Ich genieße es sehr, wenn ich mal Zeit für mich habe. Wo ich Zeit in der Ruhe habe, wo ich beispielsweise meditiere, wo ich gerne alleine bin, ohne mich einsam zu fühlen. Und beobachte es mal in deinem Alltag. Vielleicht gibt es diese Situation, wo du dich gut fühlst, obwohl du alleine bist. Und ob diese Verbindung wirklich wahr ist, dass dieses Gefühl der Einsamkeit entsteht, weil wir alleine sind. Oder gibt es einen anderen Grund, warum es entsteht? Und lass uns genau dort weiter gucken. Wenn es es jetzt nicht ist, dass es nicht von anderen Menschen abhängig ist, weil wir uns genauso einsam fühlen können, wenn jemand da ist, und weil wir uns auch gut fühlen können, wenn wir uns alleine sind. Was ist dann der Grund, warum du dich vielleicht jetzt sogar alleine fühlst? Oder warum du dich in deinem Alltag so oft alleine fühlst? Was könnte der Grund sein? Und es ist ziemlich simpel. Es sind nämlich genau diese Gedanken. Es sind die Gedanken, die wir uns einreden. Dass, wenn niemand bei mir ist, fühle ich mich einsam. Es sind die Gedanken, die uns sagen, hey, mit mir stimmt irgendetwas nicht, weil ich nicht genug Freunde habe. Mit mir stimmt irgendetwas nicht, weil ich keinen Partner finde. Es sind die Gedanken, wo wir uns selbst einreden, hey, irgendwie so wie ich bin ich nicht gut genug. Irgendwas passt nicht. Irgendwas brauche ich noch. Es sind Gedanken, ganz wichtig, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, es sind Gedanken, welche dieses Gefühl der Einsamkeit auslösen. Diese Gedanken lösen das Gefühl der Einsamkeit aus. Und das Schlimme dabei ist, oder das Spannende dabei ist, dieses Gefühl der Einsamkeit erzeugt dann automatisch wieder Gedanken. Das heißt, diese Verbindung von Gefühlen und Gedanken ist unglaublich stark. Wir denken Gedanken, die uns einsam machen, indem wir uns sagen, mit uns stimmt etwas nicht. Indem wir sagen, etwas passt nicht. Und dann fühlen wir diese Einsamkeit. Oder es kommt aus diesem Wunsch heraus, aus dieser Vorstellung heraus. Und das ist jetzt ganz, ganz trügerisch. In den Medien, in unserer Umgebung, wird uns immer suggeriert, dass andere Menschen uns glücklich machen, dass andere Menschen diese Einsamkeit von uns wegnehmen. Wenn ich endlich diesen Partner habe im Leben, wenn ich endlich viele Freunde um mich herum habe, wenn ich endlich Kinder vielleicht habe, wenn ich endlich mehr bei meiner Familie, dann fühle ich mich nicht mehr einsam. Das bedeutet, wir projizieren dieses Gefühl der Einsamkeit auf andere Menschen, weil es einfach in den Medien so suggeriert wird, weil wir das Bild von unserem Alltag kennen, dass derjenige, der strahlt, der charismatisch ist, der viele Freunde hat, glücklich ist. Aber ist es wahr? Lass uns den Punkt nochmal genau anschauen. Ist es wahr, dass derjenige, der dieses scheinbar charismatische Äußere hat, wirklich, wirklich glücklich ist? Bei manchen ja, bei manchen definitiv nein. Es gibt viele Stars, es gibt viele Prominente, die ständig im Rampenlicht stehen, die ständig alles haben und tiefst depressiv und einsam sind. Die ständig jemand um sie herum und trotzdem dieses Gefühl der Einsamkeit fühlen. Es gibt Unternehmer, die ich bei mir beispielsweise im Coaching habe, die ständig am Tun sind und ständig Menschen um sich herum, die eine Familie haben, die scheinbar alles perfekt haben und trotzdem fühlen sie sich einsam. Trotzdem ist das Gefühl da. Also auch dieser Zusammenhang, dass Menschen um einen herum, diese können auch nicht langfristig dieses Gefühl der Einsamkeit nehmen. Also dürfen wir dort ansetzen, was die Einsamkeit erzeugt. Und das ist bei unseren Gedanken. Es sind die Gedanken, die uns einreden, etwas passt nicht, etwas stimmt nicht, etwas ist nicht gut. Oder diese Gedanken, die uns die Medien suggerieren, oder diese Gedanken, die uns einfach die Gesellschaft suggeriert, wenn ich XY habe, dann. Und jetzt ist die Frage, was ist dann?
Was ist dann? Wenn du deinen Traumpartner hast, wenn du deine Freunde hast oder dieses Leben hat, was ist dann? Was willst du eigentlich wirklich? Und dessen dürfen wir jetzt mal erforschen. Was ist es, was eigentlich wirklich dahinter steht? Was ist es, was wirklich dahinter steht? Naja, im ersten Augenblick würde man jetzt sagen, ich fühle mich da nicht mehr einsam. Aber was ist es, was du wirklich willst? Was willst du wirklich erreichen, wenn du deinen Partner hast? Was willst du wirklich damit erreichen, wenn du viele Freunde hast? Was willst du eigentlich wirklich, wirklich dann haben? Und die einfache Antwort ist, und das tun alle Menschen, es ist das Streben nach Glück. Wir wollen eigentlich wirklich, wirklich glücklich sein. Wir wollen uns glücklich fühlen. Wir wollen uns freudvoll fühlen. Wir wollen im Frieden mit uns selbst sein. Und wir glauben eben, dass andere Menschen uns diesen Frieden schenken, dass andere Menschen uns dieses Glück schenken. Dass wenn wir dieses Umfeld haben, wenn wir das XYZ erreicht haben, dann sind wir glücklich. Und viele betreiben dieses gleiche Hamsterrad auf anderen Spielfeldern. Beispielsweise viele erfolgreiche Karrieretypen, in Anführungszeichen, für die sind es nicht andere Menschen, sondern für die ist es der Erfolg. Für andere ist es der Geld. Es ist das Geld. Für andere ist es wieder was anderes, wie das Reisen. Jedes Mal, wenn wir unsere Wohlbefinden, unser Glück abhängig machen von externen Dingen, geben wir diese Verantwortung von uns ab. Weil wir projizieren das nach außen, zu sagen, wenn XY eingetreten ist, dann fühle ich mich glücklich, dann fühle ich mich nicht mehr einsam. Aber dieser Zusammenhang, der ist höchst trügerisch und funktioniert auf lange Sicht nicht. Sondern es sind immer diese Gedanken, die dieses Gefühl auslesen der Einsamkeit. Und das ist der erste so unglaublich wichtige Punkt, den wir verstehen dürfen, dass es an uns liegt. Und dass wir nicht die Verantwortung nach außen geben dürfen, sondern die Verantwortung über uns übernehmen dürfen. Und was machen wir jetzt erst in Informationen, wo wir jetzt in den letzten 10 Minuten gewonnen haben? Dass zum einen unsere Gedanken, unsere Gefühle beeinflussen. Was machen wir daraus, dass Einsamkeit ein Gefühl ist und dass wir eigentlich wirklich, wirklich Glück suchen? Dass das hinter all dem steckt. Was würde passieren, wenn wir diesen Shift machen, zu sagen, ich suche nicht mehr im Außen, ne, bei anderen Menschen ständig das Glück, bei einem Partner, bei einem Potenzial, sondern ich mache mich auf den Weg, um was es eigentlich wirklich, wirklich geht. Ich mache mich auf den Weg, glücklich zu werden. Ich mache mich auf den Weg, mich selbst zu erkennen. Ich mache mich auf den Weg, in diesen Frieden zu finden, mit mir selbst. Ich möchte dir eine Frage stellen. Und jetzt spür mal ganz bewusst rein. Wofür würdest du dich entscheiden? Für viele Freunde und einen Partner und trotzdem todunglücklich? Oder du bist alleine und trotzdem fühlst du dich immer erfüllt, immer im Frieden, immer glücklich? Für was würdest du dich entscheiden? Unglück und Menschen oder glücklich sein und du bist mit dir? Und wenn wir ganz ehrlich sind, es geht um dieses Glücklichsein. Und wenn du jetzt dazu tendierst, zu den Freunden, dann ist es so stark in deinem Kopf drinnen, dass diese Freunde dir eigentlich dieses Glück geben sollen, dieses Glück schenken sollen, dir das geben, was du nicht besitzt. Und wenn wir uns jetzt rein hypothetisch einmal auf diese Reise machen, zu sagen, okay, ich habe das erkannt, dass es nicht die äußeren Bedingungen sind, sondern meine Gedanken, wovon meine Gefühle abhängig. Und ich mache mich auf den Weg, glücklich zu werden, erfüllt zu leben, mich selbst kennenzulernen. Was dann passiert, ist spannend. Und vielleicht kennst du solche Menschen, die einen Raum betreten mit strahlenden Augen, wo man schon gleich den ganzen Raum einnehmen, mit dem man sich gerne umgibt. Nicht diese, die großspurig auftreten, sondern die diese strahlenden Augen haben, wo man merkt, hey, die sind wirklich im Frieden mit sich. Die sind wirklich glücklich. Die fühlen sich wirklich wohl. Was dort bei einem intuitiv passiert, man umgibt sich super gern mit diesen Menschen. Denn das ist der gleiche Effekt, denn auch wir umgeben uns gerne mit glücklichen Menschen, weil wir ja auch wieder glücklich werden wollen und sehr hoffen, dieses Glück färbt auf uns so ein kleines Stück ab. Wenn wir uns mit Menschen umgeben, die glücklich sind, die strahlen, denen es gut geht, die das Leben feiern, mit denen umgeben wir uns super, super gerne. Und wenn wir anfangen, uns auf diesen Weg zu machen, selbst zu dieser Person zu werden, die strahlende Augen hat,
die das Leben liebt, die den Fokus auf das Schöne im Leben hat, die sich selbst kennt, die sich selbst auf diese Reise gemacht hat. Und das passiert nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Weg, den wir jeden Tag gehen dürfen zu uns selbst, zu einem glücklichen Leben. Und ich möchte dir am Ende dieses Videos noch ein paar Hinweise geben, in welche Richtung dieser Weg gehen kann. Was dann passiert ist, dann ziehen wir automatisch das an, was wir eigentlich als allererstes haben wollten. Wir ziehen Menschen in unser Umfeld. Wir ziehen Menschen an, die uns gern mögen, die gern in unserer Umgebung sind. Wir ziehen Partner an, die uns feiern und lieben. Aber was passiert, wenn wir weiter in diesem Einsamkeitsgedanken stecken, weiter in diesem Gedanken bleiben, mir stimmt etwas nicht, etwas passt nicht, und nicht anfangen, an den Gedanken zu arbeiten, sondern anfangen, wieder im Außen verzweifelt nach Menschen zu suchen. Verzweifelt versuchen, einen Partner zu finden. Verzweifelt versuchen, Freunde zu finden. Dann passiert nämlich genau der gegenteilige Effekt. Wir verstellen uns, wir handeln anders im Außen, als wir eigentlich uns innen fühlen, weil wir glauben, mit uns stimmt etwas nicht und ich muss mich jetzt anders verhalten, als ich bin, um denen zu gefallen. Und langfristig merken sowas Menschen, langfristig fühlen das und die Menschen gehen intuitiv auf Distanz. Nicht, weil diese Menschen schlechte Menschen sind, sondern aus genau diesem Effekt. Jeder Mensch strebt nach Glücklichsein. Das ist einer dieser Urinstinkte in uns, dass wir ein freudvolles, glückliches Leben führen wollen. Nur leider haben uns die Medien, leider hat uns die Konsum- und Leistungsgesellschaft das eingeprägt, dass das Glück, dass das Wohlbefinden, dass die ganzen Dinge immer im Außen zu finden sind. Wenn wir was erreicht haben, wenn wir irgendwo hingekommen, wenn wir den Partner haben, wenn XYZ. Aber dieser Zusammenhang stimmt einfach nicht. Der ist nicht wahr. Das konnten sogar psychologische Forschungsstudien zeigen, dass zum Beispiel so ein kleines Erfolgserlebnis im Außen im Durchschnitt zwischen 2 und 4 Tage einen glücklicher macht und so ein großes Erfolgserlebnis, wie vielleicht der Traumpartner, einen, und jetzt wird es spannend, oder der große berufliche Erfolg, 2 bis 4 Wochen glücklicher macht. Und danach geht es wieder aufs selbe Glücksniveau hinunter. Das bedeutet, äußere Dinge können uns nie wirklich dieses Glück, dieses Wohlbefinden in unserem Leben geben. Nee, es ist immer dieser eigene Weg, wo wir uns auf den Weg machen, um zu erkennen, was uns wirklich, wirklich glücklich macht und was Glück wirklich bedeutet. Und dass es viel mit uns innen zu tun hat und nicht mit den Dingen im Außen. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, dann werden wir selbst zu den Menschen mit strahlenden Augen. Dann werden wir selbst mit den Menschen, mit denen sich Menschen gerne umgeben. Und dann bekommen wir das, was wir eigentlich am Anfang wollten, nicht indem wir darum kämpfen, sondern weil wir uns auf das fokussieren, um was es uns eigentlich am Anfang schon geht, sondern nämlich um ein glückliches und erfülltes Leben. Und ich möchte dir jetzt noch einen ganz wichtigen Hinweis geben. Wenn du ganz viel solche Gedanken in deinem Kopf hast, mir stimmt es nicht, bei mir passt etwas nicht, sind diese Gedanken wirklich, wirklich wahr? Und was würde passieren, wenn du an den Gedanken weiter festhältst? Oder was würde passieren, wenn du diese Gedanken einmal loslassen könntest? Oder sie vielleicht nicht mehr so ernst nehmen würdest, zu sagen, das sind konditionierte Gedanken, die vielleicht in meiner Kindheit entstanden sind, aus meiner Erziehung, Sozialisierung, Konditionierung oder Erfahrungen. Und es ist okay, dass die Gedanken da sind, aber ich mache mich jetzt auf einen anderen Weg. Ich fange an, und das ist schon der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Ich fange an, mal diese Gedanken zu beobachten und immer zu hinterfragen, ist es wirklich, wirklich wahr? Und einmal zu erkennen, hey, was löst so ein Gedanke für ein Gefühl aus? Und was lösen die Gefühle für Gedanken aus? Dort diesen achtsamen, bewussten Weg entwickeln, diese Wahrnehmung zu entwickeln, was Gedanken mit unserem Körper, mit unseren Gefühlen machen und unsere Gefühle mit unseren Gedanken. Und ich bin wirklich hier, um dir etwas zu sagen. So wie du jetzt bist, bist du okay. Bist du genau richtig, wie du bist. Auch wenn du es jetzt noch nicht wahrnehmen möchtest oder kannst. Aber ich weiß eins ganz genau. Das sehe ich in meiner täglichen Arbeit, das sehe ich in meinen Coachings, in meiner Akademie, überall. Dass Menschen, wenn Menschen sich auf diesen Weg machen, zu sagen, ich finde es heraus für mich, wie glücklich sein geht. Dann fangen die Augen an zu strahlen. Und dann werden diese Gedanken immer weniger. Und die sind noch da. Und auch da dürfen wir lernen, wie gehen wir mit solchen Gedanken um?
Denn diese Gedanken haben wenig mit dir zu tun. Es sind konditionierte, antrainierte Gedanken, weil wir die vielleicht immer gedacht haben. Aber diese können wir Schritt für Schritt loslassen. Und das ist ein Prozess, auf den wir uns machen dürfen. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, Tag für Tag, durch genau solche Formate wie hier. Es gibt noch viele andere Videos auf diesem Kanal, die genau diese Thematik oder eine ähnliche Thematik behandeln, wie wir es schaffen, dieses glückliche und erfüllte Leben zu leben. Wie Erfolg wirklich funktioniert. Dann bringen wir Stück für Stück, Tag für Tag, mehr Wohlbefinden in unser Leben, mehr Glück in unser Leben, mehr Begeisterung in unser Leben, mehr Liebe zu unserem Leben, mehr Liebe zu uns selbst. Und irgendwann strahlen wir so, dass alle Menschen gerne mit um uns herum sind. Und dann haben wir das, was wir eigentlich am Anfang wollten. Nicht indem wir es erzwingen, nicht indem wir darum kämpfen, sondern ganz natürlich, weil du eine wundervolle Person bist, so wie du bist. Und ich möchte dir jetzt drei Punkte, den ersten Punkt habe ich eben schon erwähnt, mit an die Hand geben. Der erste Punkt ist, lern das kennen. Was passiert hier oben? Diese achtsamen, bewussten Umgang mit den eigenen Gedanken. Diese mal zu beobachten und zu erkennen, was lösen diese für Gefühle aus. Lern diese Verbindung kennen. Und diese Antwort kann ich dir auch nicht in diesem Video geben. Das ist etwas, was du erkennen darfst. Das ist, was du im Alltag lebst, wenn du spürst, wenn du wieder einen Moment hast, wo du dieses Gefühl fühlst. Ah, was für ein Gedanke hat den ausgelöst? Und manchmal ist es sogar so, dass diese Gedanken so blitzschnell sind, dass wir sie nicht mal wahrnehmen. Und da dann der zweite Punkt. Schau mal, setz sie mal hin. Und ich liebe dieses Tool der Meditation, weil wir da ganz viel über uns selbst kennenlernen. Es gibt da ein Video hier im Kanal, die größten Mythen über Meditation und wie es wirklich geht. Und lern dich mal dort auf diese Weise kennen. Und dann wirst du es ziemlich schnell erkennen, dass du eigentlich gar nicht deine Gedanken bist. Dass deine Gedanken einfach mehr etwas mit deiner Vergangenheit zu tun haben. Dass deine Gedanken mehr mit Konditionierung, Sozialisierung, dem System was zu tun haben. Dass die mehr was mit deinen Eltern, mit der Erziehung zu tun haben, als mit dem, was du eigentlich wirklich bist. Und das dürfen wir in der Meditation entdecken. Und dort mal hinzusetzen, auch zu spüren und das mal sich zu erlauben, sich einsam zu fühlen und mal zu, was ist es, wenn es mal da bleiben darf? Was ist es, wenn ich es mir mal erlaube zu fühlen im Stillen, in der Ruhe? Was dann passiert? Also zum einen diese Verbindung kennenlernen, zum anderen sich in der Meditation kennenlernen und den dritten Punkt, und das ging ja schon im ganzen Video, diese Verantwortung zu übernehmen für sich. Aufzuhören zu sagen, das ist dafür verantwortlich, wenn ich das dann, wenn ich hier dann. Denn das ist die Lüge, die wir uns immer wieder einreden. Und vor allem das ist die Lüge, die uns die Konsumgesellschaft natürlich einredet. Weil die Konsumgesellschaft möchte, dass du etwas kaufst und die verspricht dir immer, wenn XY, dann bist du glücklich. Weil sonst könnten die ja nichts verkaufen, das ist völlig normal. So funktioniert Verkauf, sie versprechen dir etwas, wenn du konsumierst, dann. Die Gesellschaft sagt, wenn du was erreicht hast, dann. Aber die Psychologie, die Fernöstlichen Lehren, jede Lehre, die sich mit dem menschlichen Geist, mit dem menschlichen Wohlbefinden, mit dem menschlichen Glück auseinandergesetzt hat, hat ganz schnell erkannt, die Neurowissenschaften, dass diese Verbindung nicht stimmt. Das ist eine Lüge der Menschheit, in der wir heute leben, in dieser Illusion. Und diese Verantwortung zu übernehmen und zu erkennen, dass ich selbst dafür verantwortlich bin. Und jetzt nicht zu sagen, oh, ich habe es ja nicht geschafft. Nein, ab jetzt. Du fängst jetzt an, jeden Tag einen kleinen Schritt, ohne dich selbst dafür zu verurteilen, sondern spielerisch dies zu entdecken. Und das ist ein spannender Weg. Das ist vielleicht nicht immer ein leichter Weg, weil wir uns dann mal wirklich anfangen, mit uns auseinanderzusetzen. Aber Schritt für Schritt kommen wir in diese Leichtigkeit. Lernen wir uns selbst kennen. Und genau dazu lade ich dich von ganzem Herzen ein. Ich freue mich von Herzen, wenn ich von dir in den Kommentaren etwas lesen darf. Ich freue mich von Herzen, wenn wir uns austauschen. Schau dich weiter hier auf diesen Kanal um. Mach dich genau auf diesen Weg. Verbinde dich mit Menschen, die auf dem gleichen Weg sind. Und du findest hier drunter ein paar Links dazu. Verbinde dich mit mir auf den verschiedenen Plattformen und mach dich einfach auf diese Reise. Auf diese Reise zu dir selbst, auf diese Reise zum glücklichen Leben, auf diese Reise, um die es eigentlich wirklich geht. Und das ist eine wundervolle Reise, eine super, super schöne Reise. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich freue mich, von dir zu hören. Wir beide sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Bis dahin, leb achtsam, kraftvoll. Und hey, genieß diesen Moment, genieß das Leben. Dein Peter Behr.